In diesem Video treten gegeneinander an das Videx Enjoy 30 Fashion gegen das Signia Intuis 3M. Welches ist das bessere Basisgerät? Mein Name ist Max Bauer von Neues Hören und auf los geht's los. Ich bewerte die Geräte in 5 Kategorien: Design, Bedienbarkeit, Ausstattung, Programmierung und Zubehör bzw. App. Wir vergleichen einfach mal direkt das Design. Wie man sieht, das ist das Enjoy 30 und das ist das Intuis 3M, ist das Enjoy-Gerät deutlich schmaler und das eben umso breiter. Das kommt daher, dass das Enjoy 30 eine 312er Batterie hat, die habe ich mal hier vorbereitet. Die ist ganz schmal und die 13er ist etwas dicker. Was aber nicht bedeutet, dass es schlechter wäre. Es gibt viele Menschen mit, sagen wir mal, wo die Feinmotorik schon eingeschränkt ist, also taube Fingerkuppen zum Beispiel, da ist so eine dickere Batterie, macht da Sinn. Ja? Aber vom Design, rein von der Schönheit, ist es natürlich so, so ein schlankes Gerät wirkt schon anmutiger. Ja? Hingegen, das ist doch ein bisschen dicker. So, was einem auch auffällt, wir haben hier einen transparenten Winkel und hier einen milchigen Winkel. Okay, die Oberfläche glänzt vom Enjoy-Gerät und hier ist sie eher matt. Machen wir es einfach kurz, da Design ja wirklich Geschmackssache ist. Ich finde das Videx-Gerät schöner. Die Kategorie Design gewinnt das Enjoy von Videx. Kommen wir zur Bedienbarkeit. Ich starte mit dem Intuis 3M von Signia. Batterieklappe lässt sich leicht und locker öffnen. Sie rastet einmal ein, dann ist das Gerät ausgeschaltet. Nochmal, dann kann man die Batterie wechseln. Wir haben hier eine Lautstärke-Wippe, die ist doppelt belegbar. Einmal kann man hier die Lautstärke ändern, indem man kurz drückt und einmal Programm wechseln, indem man den Knopf länger hält. 2 bis 3 Sekunden, dann springt es ins nächste Programm. Beim Enjoy ist es so, wir haben hier einen extra Programmknopf und eine Lautstärke-Wippe, die eben nicht doppelt belegt ist, sondern einfach. Hier haben wir eine etwas größere Nase, kann man schön ziehen, rastet beim ersten Mal auch schön ein und beim zweiten Mal kann man dann eben die Batterie wechseln. Genau, die Kategorie sehe ich als ausgeglichen, gleichwertig an. Weiter geht's mit der Ausstattung und weil die relativ umfangreich ist, habe ich hier meinen kleinen Spickzettel und ihr verzeiht mir, wenn ich da ablesen muss. Wir starten mal mit der Anzahl der einstellbaren Kanäle über den Hörgeräteakustiker. Da hat das Signia-Gerät 6 Stück und Videx 4. Dann wählbare Programme als Hörgeräteträger, die man am Hörgerät eben verstellen kann, hat Signia 4 und Videx 3. Beide haben eine Telefonspule. Beide haben einen Störgeräuschmanager und weder noch hat ein extra Tinnitus-Programm, also können beide nicht. Fernanpassung, sehr interessantes Thema, was 2019, 2020 sozusagen in der Hörakustik wahnsinnig aufregend ist. Können beide das Signia-Gerät über die Signia-App, darüber kann der Hörgeräteakustiker dann auf die Einstellung zugreifen. Für Videx brauchen wir leider so ein kleines Extrakästchen, das muss der Hörgeräteträger dann sich einmal um den Hals legen und damit kann der Hörgeräteakustiker darüber auf die Hörgeräteeinstellung zugreifen, braucht also dieses Extragerät. Dann gibt es, was Videx kann, was Signia nicht kann, ist ein Selbsttest. Man kann in dem Moment, wo man das Hörgerät einfach an den Computer anschließt, kann der Hörgerätetechniker oder Hörgeräteakustiker über Knopfdruck feststellen, was defekt ist am Hörgerät oder was nicht. Wegen den 6 Kanälen und den 4 Programmen und vor allem wegen der Fernanpassung, die einfacher ist bei Videx, gewinnt diese Kategorie Signia Intuis 3. Machen wir weiter mit der Programmierung der Hörgeräte. Ich brauche wieder meinen Spickzettel. Die Videx-Geräte können über Funk an den Computer angeschlossen werden. Die Signia-Geräte brauchen ein Kabel. Ist aber für den Akustiker eher interessant als für den Hörgeräteträger. Dann können beide Hörgeräte ein Direktaudiogramm, das bedeutet, es findet ein Hörtest statt, über das Hörgerät, was noch genauer ist wie über den Kopfhörer von der Messanlage. Und das beide können 9 Frequenzen messen, sind da also gleich gut. Beide haben ein Data-Login-Programm, das bedeutet, der Hörgeräteakustiker kann
nach dem Tragen in der Anpassphase schauen, wie oft das Gerät, wie viele Stunden es am Tag getragen wurde und wie oft lauter, leiser gemacht wurde oder das Programm geändert wurde. So, der wichtigste Teil aus meiner Sicht, was die Programmierung angeht, ist eine Sache, die nennt sich Autofit. Das bedeutet, das Signia-Gerät kann direkt mit der In-Situ-Messanlage gekoppelt werden. Das kann das Videx-Gerät nicht. In-Situ-Messung, da mache ich mal ein extra Video drüber, ist was ganz Spannendes. Diese Direktankopplung ist für den Hörgeräteakustiker eine ganz spannende Sache. Man kann die Hörgeräte so genauer einstellen, kann das Videx nicht und deswegen gewinnt diese Kategorie auch das Signia-Hörgerät. Wären wir auch schon bei der letzten Kategorie Zubehör. Für beide Hörgeräte gibt es kleine Fernbedienungen. Das ist Videx, das Signia. Damit kann man laut und leise machen und die verschiedenen Hörprogramme anwählen, insofern sie denn programmiert sind. Bei der Signia-Fernbedienung funktioniert das Ganze über Ultraschall und Videx über Funk. Bei dem Videx-Gerät kann man zusätzlich noch die TV-Dex-Station anschließen. Das ist ein kleines Kästchen, was den Ton des Fernsehers direkt ins Hörgerät überträgt. Das kann Signia nicht. Dafür kann Signia die Signia-App. Da ist es tatsächlich schon möglich, beim Einstiegskassengerät die Hörgeräte über eine App zu verstellen. Und das ist schon außergewöhnlich, finde ich. Deswegen ist es schwierig, hier einen Gewinner für diese Kategorie zu wählen. Videx kann Funk, Signia kann App, ist fast ausgeglichen. Wenn man mich persönlich fragt, was finde ich wichtiger, was fragen unsere Kunden mehr an, ist es tatsächlich die App. Nicht ganz so viele Kunden entscheiden sich für die TV-Dex-Station. Deswegen mit minimalem Vorsprung gewinnt diese Kategorie auch Signia. Kommen wir jetzt zum Fazit. Das schönere Hörgerät aus meiner Sicht ist das Videx Enjoy-Gerät. Gewonnen hat allerdings das Signia Intuis 3M, weil es gleich drei Kategorien gewonnen hat, nämlich die Ausstattung, die Programmierung und Zubehör bzw. App. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like schenkt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und daneben das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach unten in den Shownotes, habe ich die E-Mail-Adresse eingegeben. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis dann, euer Max Bauer. Ciao.